Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit unseren Adlern von Preußen Münster. Willkommen am 4. Juli 2018 zu unserem ersten Vorbereitungsspiel zu unserer zweiten Saison mit den Preußen Adlern, der ersten Saison in Liga 2. Beim letzten Mal haben wir schon ein paar unserer Neuzugänge etwas genauer unter die Lupe genommen und heute können wir einige von diesen das erste Mal auf dem Fußballfeld bewundern und mal schauen, was diese so drauf haben. Ihr habt es natürlich alle mitbekommen, es gab so einen, ich nenne es mal, mittelgroßen Umbruch. Wir haben 8 Neuzugänge, die wir schon präsentiert haben und es sollen dann noch mindestens 2 Stück folgen und da sind wir auch schon relativ weit in den Verhandlungen, aber dazu dann erst nach dem ersten Vorbereitungsspiel ein bisschen mehr, denn jetzt wollen wir uns erstmal auf das Vorbereitungsturnier, das in Holland, in Amsterdam, um genau zu sein, stattfindet, beim European International Cup, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. So heißt das Vorbereitungsturnier und dort treffen wir in der Gruppe A im ersten Gruppenspiel auf die Vertreter aus der Ehrendivisie von VVV Venlo. Das ist übrigens der Ex-Club von unserem Neuzugang Röseler, also sein erstes Spiel im Trikot von Preußen, gleich mal gegen seine Ex-Kollegen, damit hätte er höchstwahrscheinlich auch nicht gerechnet. Aber da wären wir dann schon beim Thema, nämlich beim Thema Startausstellung. Und auch das hatte ich schon im letzten Part angedeutet. Wir haben ja, ich sage mal, relativ viele Spieler, die sehr flexibel einsetzbar sind. Und die Liga, die zweite Liga, wird natürlich noch ein Ticken härter als in der letzten Saison die Drittligisten. Deswegen wollen wir auch, was die Formation, was die taktische Formation angeht, ein bisschen variabler sein. Und deswegen werden wir heute, ihr seht es, mal es probieren mit einem 5-3-2, mit einer Fünferkette. Aufgrund unseres Personals, der Spieler, die wir im Kader haben, könnte das durchaus, denke ich, eine Lösung werden. Eine dauerhafte Lösung vielleicht sogar. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie wir uns damit schlagen. Ich glaube, die Formation aus der letzten Saison, das 4-5-1, ist immer noch so meine Lieblingsformation. Aber auch wenn ich keine Erfahrung damit habe, denke ich, das könnte hier mit dem 5-3-2 auch durchaus funktionieren. Und in Sachen Personal, gucken wir mal. Ich habe gerade die 8 Neuzugänge erwähnt. 5 davon stehen auch gleich mal in der Startaufstellung. Fangen wir erstmal an im Tor. Da steht der 17-jährige Böhm. Den haben wir ja in der Vorsaison schon mit einem Profivertrag ausgestattet. Kommt aus der eigenen Jugend. 17 Jahre jung. Momentan unser einziger Keeper im Kader, aber da soll ja noch mindestens einer mit hinzukommen. Vielleicht sogar ein alter Bekannter. Dann die Fünferkette mit Al-Hassami links, Kammerbauer rechts, das sind keine 9. Aber im Dreier-Abwehrverbund in der Innenverteidigung gibt es gleich 2 Neuzugänge. Der angesprochene Nils Röseler, Ex-Venlo-Spieler, verteidigt hinten links in der Innenverteidigung. Speers, der Abwehrchef der Vorsaison, hinten rechts. Und im Abwehrzentrum dieser Dreierkette unser Neuzugang von Halleschen FC, Giasola wird da die, ja, tragende Rolle in der Dreierkette im Zentrum übernehmen. Ist er extrem kopfballstark, ist eben groß gewachsen, aggressiv, zweikampfstark. Ich denke, das könnte durchaus klappen. Davor, vor dieser Fünferkette, spielen 3, ja, man kann glaube ich sagen, mehr oder weniger 8er. Nämlich mit Michele Rizzi, den Kapitän, und den 2 weiteren Neuzugängen mit Nsutsi Toko und Vanif, den Niederländer. Ich könnte auch durchaus mir vorstellen, Rizzi wird hier erstmal von Beginn an den eher defensiven Part von den dreien übernehmen. Aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Vanif und Rizzi da durchaus mal die Position tauschen können. Und ganz vorne mit 2 Spitzen, nämlich mit Martin Kobylanski und Lukas Höhler, der Neuzugang vom SV Sandhausen, bilden also die Doppelspitze. Bin ich auch mal gespannt, ob das so funktioniert. Waschewski nach langer Kreuzbandverletzung ist zwar wieder im Mannschaftstraining, ihr habt es mitbekommen, aber heute steht er noch nicht im Kader. Ich möchte ihn nicht zu früh einsetzen. Nicht, dass sich diese Verletzung irgendwie nochmal wieder aufbricht oder auflöst. So, gehen wir also rein, würde ich sagen. Amsterdam Arena. Wir spielen also in einem wunderschönen Stadion. Das freut mich. Um 20 Uhr, also Flutlichtspiel bei bestimmt sommerlichen Temperaturen. Auch wenn das Wetter gerade ein bisschen diesig in Holland ist. Ach, ich verstehe. Amsterdam, Drogen, diesiges Wetter. Mhm, so ist das also. Der Schiedsrichter ist übrigens Wesley van Gorten. Und eine Sache noch, was ich beim Ende des letzten Parts schon angesprochen habe. Wir haben, oder ich habe, die Schwierigkeit nochmal minimal erhöht. Habe ich schon beim letzten Mal erklärt. Bei dem eigenen Gameplay
habe ich nichts angepasst. Das werde ich jetzt in Zukunft immer alles bei 50 lassen. Aber beim Gameplay des CPU habe ich jeweils noch einen Stärkepunkt, den CPU stärker gemacht auf 48 bzw. 52. Das werden wir erstmal bis zum 8. Spieltag der Zweitligasaison so beibehalten. Und dann werden wir mal gucken, ob die Ergebnisse bis dahin gut waren oder vielleicht sogar zu gut waren und dementsprechend dann eventuell nochmal anpassen. Ich hatte so als Maßrichtung angegeben, sollten wir bis zum 8. Spieltag 12 oder mehr Punkte gesammelt haben, dann werden wir die Schwierigkeit nochmal um einen weiteren Punkt nach oben stellen. So, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir endlich rein. Die Vorbereitung wartet das erste Testspiel im European International Cup gegen Venlo. Die spielen mit ihren Vereinsfarben. Ich bin irgendwie schon immer nervös. Ich bin immer am Anfang einer Saison, besonders wenn es dann ins erste Spiel geht, bin ich immer extra nervös. Ich habe keine Ahnung warum. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Die Vereinsfarben sind schwarz und gelb. Ja, und mehr wollte ich eigentlich auch dazu nicht sagen. Beim holländischen Erstligisten, die in den letzten Jahren, ja, man kann glaube ich sagen, eine Art Fahrstuhlmannschaft waren, immer häufig zwischen erster und zweiter Liga gewechselt haben. Zuletzt sogar 5 Jahre am Stück in der zweiten Liga, bevor es dann im letzten Jahr 2017 zurück in die erste Liga ging. Unter anderem mit Röselaar als Abwehrchef in der Innenverteidigung. Okay, das waren schon genügend davor Worte, das Spiel läuft. Und jetzt muss ich mir erstmal wieder nach langer, langer Zeit ohne FIFA-Gameplay an dieses Spiel gewöhnen. Die Gäste, beziehungsweise die Gäste, also nominell auf dem Tableau sind die Männer aus Venlo die Gäste. Spielen auf jeden Fall von rechts nach links im ersten Spielabschnitt und wir konnten erstmal gleich den ersten Angriff der Niederländer, die ja eigentlich hier die Heimmannschaft sind, wenn man so will, spielen ja zwar nicht vor heimischer Kulisse, aber immerhin im heimischen Lande. Mal gucken, wie die neue Formation so greift. Wir werden uns natürlich erstmal ein bisschen wahrscheinlich daran gewöhnen müssen, plus die ganzen Neuzugänge, die wir hier integrieren müssen. Also das wird nicht von jetzt auf gleich hier alles hundertprozentig funktionieren. Erster Angriff aus Venlo, aber Röselaar mit seiner ersten guten Aktion da. Guter Verteidiger, dann der Fehlpass von Al-Hassameh. Bringt da die Niederländer sofort wieder ins Spiel. Al-Hassameh erstmal dazwischen, kann aber nicht so wirklich klären. Neuaufbau über Post, der Kapitän aus Venlo. Dienstältester Spieler dort und guter Zweikampf vom Kongolesen, vom Neuzugang aus St. Gallen, Nzotsi Toko, alter Bekannter aus alten FIFA-Tagen. Toko und Fanif, die beiden Neuzugänge gleich mal im Zusammenspiel. Kammerbauer bietet sich nicht an, deswegen müssen wir durchs Zentrum spielen über Höhler, über Rizzi, der dann mit nach vorne gegangen ist, der Kapitän. Und ein alter Bekannter ist im Tor bei den Niederländern, nämlich der gute Lars Unnerstahl, ehemaliger Düsseldorfer Keeper, ehemaliger Schalker Keeper, 27 Jahre alt mittlerweile, der ehemalige deutsche Junioren, Nationaltorwart, seit einem Jahr Stammkeeper in Venlo. Jetzt gibt es den ersten Freistoß. Wechselfreudig, Fragezeichen. Alexander Schmoloff vom Absteiger SC Freiburg. Die sind ja in die zweite Liga abgestiegen. Wir sind in die zweite Liga aufgestiegen. Sprich, Freiburg wird einer unserer Gegner sein in der kommenden Saison. Und Schmoloff wird damit Deportivo La Coruña, wenn ich das richtig gesehen habe, in Verbindung gebracht. Wir sind ja noch ganz früh am Anfang dieser Saison. 4. Juli. Transferfenster ist noch eine ganze Zeit lang geöffnet. Kommt der Ball an? Das war riskant von Rütter gegen Kubilanski, aber gut gegangen. Aus Sicht des Verteidigers. Fanif. Und auch das wird zurückgepfiffen. Na, ich glaube, er hat zwar den Ball gespielt, auch ein bisschen, allerdings das Schienbein des Gegners. Gibt Freistoß für die Männer in Gelb. Wieder Rütten, der Rechtsverteidiger. Schlägt den Ball weit Richtung Strafraum, abgelegt für Liemens. Das ist wahrscheinlich der interessanteste Spieler in den Reihen. Der Holländer und die erste Abschlusschance nach 18 Minuten und die erste gute Parade vom 17-jährigen Böhm. Giasola kann da den Torschuss nicht verhindern und das war klasse gehalten. Vom Mann aus dem eigenen Nachwuchs. Böhm, 17 Jahre jung, 1,96 misst der gute Mann. Also Idealmaße für einen Torwart und die haben ihm da gerade bestimmt geholfen, diesen Ball klasse abzuwehren. Zur ersten Ecke getreten von Antonis, den Australier. War da ein Preußenspieler zuletzt dran? Ne, es war ein Venlo-Spieler zuletzt dran. Gibt Einwurf
für die Männer von Fridolin Feige, den Zweitliga-Aufsteiger, die hier allerdings noch nicht so viel wirklich im Spiel nach vorne zustande bekommen. Toko mit der Verlagerung, Al-Hasami braucht allerdings Unterstützung, findet keine, deswegen rüber zur anderen Seite. Klasse gespielt von Hasami und die Flanke, die ist auch nicht schlecht, von Patrick Kammerbauer. Der Neuzugang aus der Vorsaison aus Nürnberg hat sich super eingefügt. Bei der Umfrage zur Spieler der Saison aus Preußen Sicht wurde er immerhin Dritter hinter Martin Kobylanski und Leon Schwers. Da ist wieder Kammerbauer und Suzi Toko. Preußen versuchen hier Ball und Gegner laufen zu lassen. Allerdings noch ein bisschen zu wenig Tempo. Vielleicht jetzt über Toko. Und das ist Kobi Lanski. Zieht mal ab aus der zweiten Reihe. Hat er eine überragende Rückrunde gespielt in der dritten Liga. Topscorer der vergangenen Drittligasaison mit 14 Toren, 13 direkten Torvorlagen. Hier trifft er allerdings nur Aluminium. Kammerbauer, kein Foulspiel. Gut gemacht. Ein Toko. Ein Suzi Toko. Super Zuspiel. Kobi Lanski und dann das Missverständnis mit Höhler. Höhler hätte da eigentlich ins Zentrum ziehen müssen. Schade. Gute Konterchance vereitelt. Aber zweiter Aufbau, zweite Chance über Van Nief, Toko und Kobi Lanski wieder aus der zweiten Reihe. Und ich weiß, er heißt Toko, aber irgendwie will ich immer Toko sagen, wegen dem Vornamen Nzuzi. Kammerbauer muss hier eine Grätsche einstecken, aber weiterhin den Ballbesitz für die Preußen. Rizzi, der Ballverteiler, auf Kammerbauer. Gute Idee von Kammerbauer, aber Toko kommt da leider nicht an das Spielgerät heran. Aber dann der Fehlpass im Aufbau der Holländer. Jetzt das super Zuspiel für Kobi Lanski. 34. Minute. Die Preußen führen in der Amsterdam Arena gegen Wien nur mit 1:0. Der Ball verlost und dann geht schnell Van Nief mit dem entscheidenden Pass. Super gespielt von Toko und Van Nief. Und Kobi Lanski macht da weiter, wo er in der Vorsaison aufgehört hat. Munter Tore schießen. Vor allem gerne das 1:0. Auch heute wieder hier im ersten Vorbereitungsspiel. Fridolin Feige ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. European International Cup. Tor Nummer 1, Martin Kobi Lanski. Einer, der unter der Woche von vielen Spielern, die seinen Vertrag verlängert haben. Leon Schwers, der Abwehrchef, um 2 Jahre verlängert. Kobi Lanski um 1 Jahr. Al-Hasami hat um 1 Jahr verlängert. Und noch diverse andere. Also hier baut sich etwas auf bei den Preußen aus Münster. Kobi Lanski wieder. Fanif, Toko. Das sieht doch schon gut aus. Lukas Höhler. Ich glaube, da war noch ein Abwehrspieler dran. Müsste die Ecke geben. Der Mann mit der Runde Nummer 9. Neuzugang vom SV Sandhausen aus der zweiten Liga. Und da war deutlich noch die Fußspitze dran. Geht da natürlich völlig zurecht die erste Ecke. Und da haben wir ja mittlerweile ein Spezialisten verpflichtet mit Joël Faniv. Seine Flanken in Holland gefürchtet. Neuzugang aus den Niederlanden hat da Giasola gesucht. Den anderen Neuzugang, der aus Halle kam. Der Mann mit dem Helm. Jetzt aber die Konterchance, aber schlecht ausgespielt. Aber der Vorteil wurde erst abgewartet, dann zurückgepfiffen. Die Niederländer bekommt dann doch noch den Freistoß zugesprochen. 5 Minuten vor der Pause. Bis dato ein guter Auftritt vom Team von Fridolin Feige, die hier vielleicht sogar als leichter Favorit gelten. Denn rein stärketechnisch wird die Mannschaft aus Veno wahrscheinlich so auf einem Niveau sein mit den Preußen. Kammerbauer ist da liegen geblieben, aber ich glaube, er steht Gott sei Dank wieder auf. Das können wir jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Gleich mal in der Saisonvorbereitung einen verletzten Spieler. Lukas Höhler versucht da den Ball zu halten. Oder Kobi Lanski war das. Dann kommt Toko an den Ball, kann den Ball nicht in die Spitze spielen wegen Abseits. Und jetzt kommt Höhler nicht zum Abschluss. Ja, es fehlt noch so ein bisschen an der Feinjustierung in den Zuspielen. Aber das ist doch klar, die Mannschaft spielt erst seit wenigen oder trainiert erst seit wenigen Tagen zusammen nach der langen Sommerpause. Das kann doch nicht alles so hundertprozentig hinhauen. Kobi Lanski wieder. Der Mann, der den Abschluss sucht. Hier haben wir Dennis Tonucci, den Italiener. Das war der erfahrene Mann, der den Schuss vorhin von Höhler geblockt hat.
Wäre sonst vielleicht für Ona Stahl sehr gefährlich geworden im Venlo-Tor. Und Kammerbauer ist anscheinend angeschlagen. Gucken wir uns gleich mal in der Halbzeit an. Vielleicht wechseln wir ihn sicherheitshalber noch in der Halbzeitpause aus. Jetzt einer der wenigen Fehlpässe im Spielaufbau aus Preußensicht. Vielleicht können die Niederländer was davon machen. Protestieren bzw. profitieren. Das Wort habe ich gesucht. Immer noch keine Halbzeit. Wir sind schon lange 3 Minuten drüber, aber der Schiedsrichter möchte die Partie anscheinend hier nicht beenden. Venlo immer noch im Angriff. Toko, guter Zweikampf. Und dann dürfte endlich Pause sein hier in der Amsterdam Arena 1:0. Dafür, dass die Mannschaft so das erste Mal zusammenspielt, sah das doch ganz ordentlich aus. Kubidanski mal wieder der Mann, der bis jetzt den Unterschied macht. 4-mal hat er geschossen oder versucht aufs Tor zu schießen. Und einer davon ging rein. In Minute 34, Preußen Münster führt gegen VVV Venlo, Triple V Venlo, ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Mit 1:0 führen wir auf jeden Fall. Im Parallelspiel in unserer Gruppe zwischen Sparta Rotterdam und Capi steht es zur Pause unentschieden 1:1. Und man merkt schon anhand der Ausdauer, unsere beiden Außenspieler müssen natürlich extrem viel Laufarbeit vollrichten. Kammerbauer ist zudem jetzt auch noch angeschlagen. Und ich glaube, deswegen werden wir jetzt auch mal auswechseln. Das ist übrigens heute unsere Ersatzbank. 5 Männer nur dabei. Ist in den Vorbereitungsspielen leider so. Mit Neidhardt und Gressel haben wir noch 2 weitere Neuzugänge auf der Bank sitzen. Der 8. Neuzugang, Adam Strait, ist ja noch bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit Kanada unterwegs. Da können wir mal nach dem Spiel auch mal kurz gucken, wie es da so zwischenzeitlich eigentlich steht. Um die deutsche Nationalmannschaft und ganz allgemein, wer dort die Nase momentan vorne hat. So, aber wir werden jetzt mal Neidhardt, der offiziell hier zwar als Linksverteidiger geführt wird, aber als Rechtsfuß eher ein Rechtsverteidiger ist und dort eigentlich zuletzt auch immer häufiger gespielt hat bei den Sportfreunden aus Lotte. Er wird mal den angeschlagenen Kammerbauer ersetzen, also auch gleich mal sein Debüt feiern. Und ansonsten würde ich sagen, Gresse werden wir auf jeden Fall auch noch im Verlauf der Partie bringen. Ansonsten machen wir erstmal so weiter. Seinen ersten 45 Minuten zur neuen Saison zum großen Teil ganz ordentlich aus. Hoffentlich geht's so weiter in die zweite Hälfte. Kubidanski, beziehungsweise Höhler war es, der anstößt. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Kubidanski und Höhler sehen sich optisch ein bisschen sehr ähnlich, dass ich da nicht immer den falschen Spieler erwische. Aber erstmal ein bisschen Beruhigung über Gersola und Rösela. Der mit dem langen Ball Hassaime ist kopfballstark. Zusammenspiel mit Kubidanski, wieder Hassaime, das ist Van Nief, ein guter Flankengeber, hier bleibt er allerdings hängen an Rütten, gibt aber immerhin den Einwurf, aber auch das ist eine gefährliche Waffe mittlerweile, denn Van Nief, oder gibt es sogar den Eckball, ja es gibt sogar den Eckball, alles klar, ich wollte eigentlich sagen, Van Nief kann auch die Bälle weit einwerfen, also praktisch auch wie ein Eckball. Und ich muss unbedingt dran denken, demnächst Van Nief als Standard-Eckballschützen auszuwählen. Van Nief, 2. Eckball. Und wieder sucht der Giasola den neuen Abwehrchef, wenn man so will. Sein Kopfball allerdings zu umplatziert. Ona Stahl auf den Posten. Rösela traut sich nicht, den Ball in die Spitze zu spielen. Nochmal hintenrum über Schwers. Guter Ball für Hassaime, der technische Schwierigkeiten, aber bekommt den Ball noch unter Kontrolle. Rizzi, super Ballverteiler auf Neidhardt. Erste Aktion und der sucht Höhler in der Mitte. Nochmal Neidhardt. Auch der Ball ist nicht schlecht. Also der gerade frisch eingewechselte Neidhardt. Ebenfalls Neuzugang von den Sportfreunden aus Lotte. Genauso wie Adam Strait, der heute nicht im Kader steht wegen der Fußball-Weltmeisterschaft. 2 gute Versuche, 2-mal abgewehrt. Und jetzt darf sich Michele Rizzi mal bei der Ecke probieren. Vielleicht kriegt er das besser hin, der Kapitän. Richtung Nsozi Toko. Und der Mann ist zwar nicht groß, der Neue aus St. Gallen, war dort Kapitän beim Schweizer Erstligisten, aber er hat eine enorme Sprungkraft, der 1,71 große Kongolese. Allerdings muss da Lars Unterstahl erneut nicht eingreifen, aber die Chancen hier nach Standardsituation, sie häufen sich. Und wir holen sehr viele Zweikämpfe, auch in der Luft vor allem. Lukas Höhler, wieder Neidhardt, der mit nach vorne geht. Flanke und wieder geblockt.
Und es gibt bereits die nächste, die vierte Ecke, wenn ich da richtig mitgezählt habe. Wechsel, Van Krooy geht vom Feld und Gu Johan. Das kann ja eigentlich nur ein Asiate sein. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Jetzt darf sich wieder Van Nief bei der Ecke probieren mit Schnitt zum Tor. Aber wieder ein bisschen zu nah ans Tor. Unnerstahl bei diesen Eckball-Varianten relativ sicher in der Strafraumbeherrschung. Gasola kommt da erneut nicht ran. Konterchance über den gerade eingewechselten Han. Verfolgt von Toko. Kann ihn da nicht ganz stören. Hasame kann die Flanke nicht verhindern. Und Schwers abgeklärt, muss ich sagen. Aber dann der Fehlpass von Neidhardt in die Füße des Gegners gespielt. Kann man wesentlich besser klären. Van Nief blockt die Flanke. Jetzt erstmal die Verlagerung auf rechts, auf Rütten. Toko rückt da raus, aber ein bisschen zu spät. Da kommen die Preußen jetzt gerade in der Phase nicht in die Zweikämpfe. Aber Giasola mit gutem Stellungsspiel geht dazwischen. Rösela, Hasame und die Preußen versuchen sich spielerisch zu befreien. Und das gelingt auch einigermaßen. So, über eine Stunde gespielt, wir werden nochmal wechseln. Van Nief hat ist viel gelaufen, darf jetzt sich ein bisschen ausruhen. Lennart Stoll heute mal wieder in der Mannschaft darf rein. Und auch der andere Neuzugang, Gressel, kommt für einen weiteren Neuzugang für Toko im zentralen Mittelfeld. Also Gressel kann auch durchaus im zentralen Mittelfeld spielen. Sehr flexibel, variabel einsetzbar im Mittelfeld. Lennart Stoll sowieso ein Achter von Beruf aus. Und wir bringen auch nochmal ein paar Flieders rein. Anstelle für Lukas Höhler, auch der Neuzugang, darf sich ein bisschen ausruhen und Pavlidis darf ganz vorne in die Spitze rein. Kittner bleibt noch, ich denke, bis zum Ende auf der Bank, sollte sich da noch jemand in der Schlussphase von uns verletzen. Van Nief in einem seiner letzten Aktionen. Giasola, der ist aber zwischenzeitlich ganz kurz mit aufgerückt, aus irgendwelchen Gründen. Toko, raus auf Hasame, gut gespielt, ganz rechts ist eine Menge Platz, gut gesehen von Kobylanski. Neidhardt, zurück zu Kobylanski und den Ball trifft er leider überhaupt nicht richtig. Van Nief war es, glaube ich, mit dem Abschluss, der den Ball da überhaupt nicht getroffen hat. Schade. Trotzdem guter Konter in Minute 67 und dann der Dreifachwechsel. Viele Neuzugänge gehen, einige kommen. Pavlidis, den hatten wir schon in der Vorsaison verpflichtet für relativ günstiges Geld. Hat sich klasse entwickelt und darf jetzt erstmal ganz vorne im Sturmzentrum neben Kobylanski die letzten Minuten hier auflaufen. Von den Holländern kommt jetzt nicht mehr so viel. Die Preußen haben das Spiel größtenteils im Griff. Jetzt aber der Fehler im Aufbau von Rizzi und Gressel. Ball in die Spitze und super Tackling vom Mann mit dem Helm. Jürgen Giasola. Genau dafür haben wir ihn geholt. Ich glaube, das ist genau der Spielertyp. Großgewachsen, aggressiv, den wir da im Abwehrzentrum sehr gut gebrauchen können. Pavlidis trennt sich da ein Tick zu spät vom Ball. Da war, glaube ich, Kresse sehr gut in Position gelaufen. Schade. Labil mit dem langen Ball abgefangen von Neidhardt, der sich hier auch sehr gut ins Team einfügt. Kresse auf Pavlidis. Zurück zu Julian Kresse. Und da fehlte nicht viel. 75. Minute, die nächste Chance zum 2:0. Wenn sich das noch nicht rächt. Roel Jansen kommt für Roy Gielen bei den Holländern in die Partie. Das ist ja schon fast wieder so ein Abziehbild der Vorsaison. Viele, viele Chancen hier bleiben allerdings ungenutzt. Gute Chance von Gressel da gerade eben auf 2:0 zu stellen. Gelingt nicht ganz. Rizzi, guter Zweikampf. Dreieckspiel, gut gespielt von den Preußen. Wieder Gressel, Pavlidis, Kobylanski, Pfosten zum zweiten Mal, Alupech. Das gibt's doch nicht. Nochmal Gressel, Pavlidis ganz links, gut gesehen. Al-Hassame mit der Hereingabe, abgewehrt, Rizzi. Nächster Versuch, Rösela. Der Innenverteidiger mal kurzzeitig mit aufgerückt. Bleibt allerdings hängen, starker Zweikampf von Al-Hassame. Aber ich glaube, er hat das Foul am Strafraum zurückgepfiffen. Er hat erstmal den Vorteil laufen lassen. Da hatte Rösela, der aufgerückte Innenverteidiger, wohl noch nachträglich ein Foulspiel begangen. Aber wieder super gespielt von den Preußen. Also spielerisch sieht das hier schon richtig gut aus zum Teil.
Nur wieder ein bisschen Pech und Unvermögen im Abschluss. Also altbekannte Probleme. Venlo hat auch einige Probleme, vor allem im Aufbauspiel. Das lösen die Preußen größtenteils ganz gut. Hasamema mit dem Befreiungsschlag muss auch ab und zu sein. Und wir bekommen den zweiten Ball. Gressel. Auf Neidhardt. Pavlidis. Schön gespielt. Gressel muss verzögern. Hasamema kommt mit. Das gibt's doch nicht. Die nächste hundertprozentige Tormöglichkeit. Wieder gut herausgespielt. Kubidanski bleibt damit absichtlich zurück, weil er im Abseits steht. Hasamema mit aufgerückt. Aber er ist leider kein Torjäger, wie man hier sieht. Verzieht am Tor von Unnerstahl vorbei. 5 Minuten vor dem Ende. Immer noch spannend, weil die Preußen es versäumen, hier den Sack zuzumachen. Pavlidis. Kobylanski. Kobylanski. Stoll. Und dann ist Pavlidis im Abseits. Aber Unnerstahl hat den Ball. Vielleicht ein Pass am Ende zu viel. Noch etwas mehr als 3 Minuten zu gehen. Veno kommt hier gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte heraus. Und das spielen die Preußen wieder gut. Neidhardt. Schöne Flanke Richtung Stoll. Kommt nicht ganz dran. Veno kann klären. Gegenzug. Abgefangen von Schwerst, aber dann der Fehlpass. Aber Gersola fängt den nächsten Ball in die Spitze ab. Und wieder ab in die andere Richtung. Pavlidis wird da gefoult. Ja, wollte ich gerade sagen. Von Tonucci, den Mann mit dem Zopf. 3 Minuten gibt es oben drauf. Und es gibt nochmal den Doppelwechsel. Decker und Respen kommen für Post. Und Zeugjens für die letzten Sekunden. Torentfernung. Ja, geschätzte 32 Meter. Ich hätte 30 Meter gesagt. Vanif ist ja nicht mehr da. Na komm, wir probieren es einfach mal. Michele Rizzi. Nee. Standardsituation. Immer noch so ein Thema. Da müssen wir uns in der Zweitligasaison verbessern. Immer noch kein Feierabend hier in der Amsterdam Arena. Es bleibt bis zum Schluss spannend. Unnerstahl mit dem Abstoß. Neidhardt holt den Kopfball. Aber Bendo hat den Ball. Und Stoll ist da angeschlagen. Nochmal der Ball in die Spitze. Röseler. Und Böhm klärt das Ding. Kubilanski. Und dann ist aber Schluss. Oder? Nö, abseits. Immer noch kein Feierabend. Gucken wir nochmal drauf. Bei dem langen Schlag von Böhm. Tatsächlich steht Kubilanski knapp im Abseits. Immer noch nicht Schluss. Nochmal der lange Ball. Der Versuch des langen Balls von Jansen. Der war allerdings relativ kurz. Und dann dürfte heute mal Feierabend sein. Danke, Herr Schiedsrichter. Schluss in Amsterdam. Das erste Vorbereitungsspiel verlief doch sehr, sehr gut. Also spielerisch dürfen wir sehr zufrieden sein. Vom Ergebnis her war das eindeutig zu wenig. Nur 1:0. Aber wir haben die Vorbereitung mit einem Sieg gestartet. Dank ihm, Martin Kubilanski. 5 Schüsse, einer war immerhin drin. Er war mal wieder der offensiv fleißigste, wie so häufig auch in der Drittligasaison. 1:0 am Ende, 34. Minute, Martin Kubilanski, der Siegtorschütze zum ersten Dreier hier in diesem Vorbereitungsturnier. Aber noch einmal, abgesehen von den ersten 20 Minuten, wo die Preußen wirklich überhaupt nicht ins Spiel kamen, da hatte Böhm noch eine klasse Parade gezeigt, die können wir uns vielleicht auch nochmal angucken. In der 18. Minute, das war wirklich stark gehalten. Den muss man erstmal so rausholen. Da macht er sich noch länger, als er sowieso ist, Christoph Böhm, 1,96 Riese. Dann kurze Zeit später der Pfostenschuss von Kubilanski und dann ging es so richtig los. Kubilanski hatte später nochmal den Pfosten getroffen. Hasamé hatte noch eine Riesenchance. 13:4 Schüsse insgesamt. Obwohl Veno mehr Zweikämpfe gewonnen hat, hatten wir aber mehr Ballbesitz. Am Ende ging der Sieg, glaube ich, auf jeden Fall schon mehr als in Ordnung. Und Vanif, der die Torvorlage beisteuerte, wurde gleich mal zum Man of the Match gewählt. Sehr, sehr gut. Also, rundum muss ich sagen, eine gute Mannschaftsleistung. Da ist keiner so wirklich abgefallen, wie ich finde. So, Kammerbauer war angeschlagen und ich glaube, Lennart Stoll hatte auch noch einen mitbekommen. Ich hoffe, dass die jetzt nicht irgendwie länger ausfallen. Gucken wir gleich mal. Und viele Tore bei diesem Vorbereitungsturnier. Wiesa Krakau gewinnt in Den Haag mit 3:2. Sparta Rotterdam und Kapi trennen sich 2:2. Das ist für uns natürlich als Gruppengegner sehr gut, wenn die Gegner immer unentschieden spielen und sich gegenseitig die Punkte wegnehmen.
Top-Torjäger, von uns natürlich jetzt noch keiner an der Spitze dabei, weil wir nur ein einziges Tor geschossen haben. Aber wir haben die 3 Punkte und das ist erstmal die Hauptsache. Jetzt gehen wir erstmal zum E-Mail-Eingang und da sind gleich mal 2 Spieler verletzt. Ellbogenverletzung, Lennart Stoll 5 Tage, okay, das ist nicht so tragisch. Und Kammerbauer verstauchter Knöchel. Okay, immer noch besser als die ausgekugelte Schulter, als die ausgeschulterte Kugel, ich erinnere mich. Aber der verstauchte Knöchel folgt, glaube ich, was die Verletzungshäufigkeit angeht, gleich auf Platz 2. Kammerbauer fällt 3 Wochen aus. Das ist natürlich bitter. Aber wir haben noch ein bisschen was Erfreuliches zu lesen. Unser Geschäftsführer schreibt, Nils Jonathan Körber ausgeliehen. Herr Feige, Nils Jonathan Körber hat eine Leihe, ein Jahr zu unserem Verein angenommen. Körber ist trainingsbereit und einsatzbereit und Sie können ihn für das nächste Spiel einplanen. Er kehrt nach Ablauf der Leihe ein Jahr zu Berlin zurück. Wie cool ist das denn? Wir bekommen also Nils Jonathan Körber von Hertha BSC eine weitere Saison ausgeliehen. Damit haben wir unser Torwartproblem, in Anführungszeichen Problem, also gelöst. Und dann haben wir hier noch 2 Mails, die wir schon beim letzten Mal bekommen haben. Die werden wir jetzt beantworten. Zum einen von Jan Regensburg haben wir ein Transferangebot für Tobias Rüde bekommen. In Höhe von 850.000 Euro. Marktwert knapp 600.000. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, Rüde wird sowieso nicht über die Reservistenrolle hinauskommen. Und für das Geld, wenn wir da vielleicht sogar noch ein bisschen was rausschlagen können, ich sage mal so 900.000, ich glaube, dann geben wir ihn tatsächlich ab. Und der Platz, der durch Rüde dann frei wird, den könnten wir dann durchaus eventuell Lennart Stoll gutschreiben, den ich ja eigentlich auch vorhatte, eventuell abzugeben. Aber wisst ihr was, wir geben dann Tobias Rüde einfach ab. Wir werden erstmal verhandeln. Erstmal müssen wir uns mit Jan Regensburg, unserem Liga-Konkurrenten, natürlich erstmal einig werden. Und dann müsste, wenn wir uns einig werden, natürlich Rüde erstmal auch dem Ganzen zustimmen. Tobias Rüde in der Vorsaison ja 4-mal getroffen. Aber so der überragende Spieler war er bei uns eben nicht. Und mit 27 Jahren ist so das beste Alter, wo wir ihn vielleicht dann doch noch eben abgeben können. Mal eine neue Transfersumme vorschlagen. Ich will jetzt auch nicht die 1 Million fordern, denn ich denke, die 850.000 sind auch schon ein faires Angebot. Aber wenn wir da noch 50.000 Euro zusätzlich rausschlagen können, bei unserer finanziellen Situation haben wir beim letzten Mal gesehen, wir müssen wirklich möglichst versuchen, viel Geld einzunehmen und zu sparen. Und deswegen, wir werden ja für Bapo wahrscheinlich noch ein bisschen Geld ausgeben. Ach komm, wir versuchen mal 925.000. Jeder Euro zählt. Angebot absenden. Mal gucken, was die Vertreter von Jan Regensburg dazu sagen. Oben links sehen wir auch unser Transferbudget. Das sieht eigentlich alles momentan ganz gut aus. Und die nehmen das Gegenangebot an. Na wunderbar. Haben wir noch ein bisschen Geld noch mehr rausgeschlagen bei dem Vertreter von Jan Regensburg. 2 Jahre Restvertrag hätte Rüde ja noch. Okay, das ging auch relativ schnell und erfolgreich. Mal gucken, ob sich Rüde da mit Jan Regensburg, den Süddeutschen, auf einen Vertrag verständigen kann. Warten wir das mal ab. Also vorausgesetzt, oder beziehungsweise wenn Tobias Rüde uns verlassen sollte, müssen wir da nicht mal zwingend Ersatz ranholen. Beziehungsweise sein Ersatz mehr oder weniger wird dann dieser junge Mann, hoffentlich Ulrich Bapo. Da haben wir uns ja schon beim letzten Mal mit Bochum geeinigt auf eine Ablösesumme von 450.000, also knapp die Hälfte, was Tobias Rüde wert ist. Und jetzt müssen wir uns nur noch mit dem Spieler selber einigen, aber er freut sich schon, wie er sagt. Allerdings habe ich jetzt von hier aus keine Möglichkeit, direkt in die Verhandlung zu gehen. Okay, müssen wir gleich über die Transferzentrale machen. Ach so, und stimmt, Lucas Cueto sagt, enttäuscht nicht in der Startelf zu stehen. Ich bin enttäuscht, dass ich nicht spielen durfte, Trainer. Ich weiß, Sie sind der Boss, aber ich denke, dass ich gut gespielt hätte. Bla bla bla. Wein, wein, wein. Aber Cueto ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn seine Moral ein bisschen nach unten geht. Denn er ist der einzige Spieler, der aktuell bei uns noch auf der Leihliste steht. Und den würde ich tatsächlich sehr gerne verleihen wollen.
So, was wir jetzt erstmal machen müssen, ist Patrick Kammerbauer aus der Startelf zu nehmen. Neidhardt wird ihn dort erstmal ersetzen und vielleicht ist das ja sogar der Durchbruch für den guten Nico Neidhardt. Jetzt, wo Kammerbauer in der Vorbereitung fehlt, kann er natürlich gleich mal auf sich aufmerksam machen. Und da haben wir schon unseren neuen Torwart, in Anführungszeichen. Einen alten Bekannten, Nils Jonathan Körber. Den kennen wir natürlich noch zu gut aus der letzten Saison. Bei ihm hat sich jetzt statistisch nicht so viel getan. 1,86 ist er immer noch groß. Oh, große Überraschung. Und den guten Körber werden wir erstmal für Böhm in die Startelf beordern. Holy shit, warum hat Böhm denn so viel Ausdauer verloren? Also für einen Torwart, wohl bemerkt, ist das relativ viel Ausdauer, die er da verloren hat. Okay, er ist erst 17 und so, aber trotzdem ziemlich heftig. Böhm aber hat ein gutes Spiel gemacht gegen Wendo, war einmal gefordert und da hat er wirklich glänzend reagiert. Aber wir wissen noch aus der Vorsaison, was Körber geleistet hat. Von daher, die Leihgabe aus Hertha, von Hertha, wird erstmal natürlich zwischen den Pfosten stehen. Und ich überlege gerade, ob wir im zweiten Testspiel wieder mit der Fünferkette spielen sollen oder ob wir erstmal das altbekannte System vielleicht testen. Ich tendiere momentan dazu, dass wir im zweiten Spiel nochmal die alte Formation aus der Vorsaison testen und im letzten Spiel vielleicht nochmal die Fünferkette ausprobieren. Mal gucken. Also ich habe mich auf jeden Fall gerade mit der Fünferkette richtig gut gefühlt. Also könnte durchaus auch eine Dauerlösung werden. So, jetzt müssen wir erstmal zur Transferzentrale. Bisschen umständlich geklärt, damit wir Bapo ein Angebot machen können. Verhandeln bitte. Denn der gute Spieler, 19 Jahre jung, erwartet uns, beziehungsweise wir erwarten ihn, mitsamt seines Beraters. So, Rolle im Kader. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei Bochum hat er aktuell Perspektivspieler, was die schlechteste Rolle in FIFA ist. Sporadisch würde er wahrscheinlich sogar annehmen, aber ich gehe hier sogar mal auf Rotation, denn ich kann mir durchaus vorstellen, mit einer Gesamtstärke von 60 könnten wir ihn auch durchaus ab und zu mal reinwerfen. Da wüsste ich nicht, wieso nicht. Ulrich Bapo, machen wir mal Rotationsspieler. Ich denke mal, damit sollte er auf jeden Fall einverstanden sein. Jo, das findet er sehr gut. So, aber jetzt mal gucken, was er mit der Vertragsdauer, genau, das erstmal müssen wir klären. Mal gucken, ob er für gleich 4 Jahre unterschreiben möchte, wahrscheinlich nicht, ne? Doch! So hatten wir uns das auch vorgestellt, sagte der Berater. Sehr schön, also, das läuft mal wieder wie am Schnürchen. Keine Freigabesumme und gehaltsmäßig will er gar nicht so viel haben. Er verdient aktuell 1.500, er will jetzt 1.800. Plus ein Einstiegsbonus von 26.000 und 30.000 nochmal nach 15 Einsätzen. Wisst ihr was? Auch da müssen wir nicht großartig verhandeln. Wir akzeptieren das sofort. Für den ganz jungen Ulrich Bapo. Junioren-Nationalspieler, Nachwuchs aktuelles VfL Bochum. Also genau wie in der Vorsaison Evangelos Pavlidis werden wir den zweiten Ex-Bochumer jetzt bei uns begrüßen dürfen. Oder, ja, wir begrüßen ihn jetzt. Da rechts haben wir ihn nämlich schon im Preußen-Münster-Trikot. Mit der Rücknummer 14. Ich glaube, da werden wir ihn aber noch gleich eine andere verpassen. Okay, dann haben wir 2 Neuzugänge mit Körber und Bapo. Und damit, liebe Freunde, am 5. Juli 2018 sind wir mit der Kaderplanung damit eigentlich schon durch. Ist Bapo schon im Kader? Und Bapo ist sogar schon im Kader. Schauen wir mal kurz auf seine Statistik. Haben wir auch uns schon angeschaut. Sehr, sehr ausgeglichen. Physische Stärke 68. Wobei er physisch natürlich noch ein bisschen zulegen muss. Technisch ist das schon ganz okay. Seine Defensivwerte sind jetzt nicht die besten, aber er ist auch eher ein Zehner oder sogar eher ein Stürmer. Er kann ja auf der Stürmerposition spielen. Arbeitsrate im Angriff hoch. Schwacher Fuß, 5 Sterne, gefällt mir schon mal wieder ganz gut. 1,80 groß, 81 Kilo schwer. Flexibel einsetzbar, gut im Dribbling, gut im Abschluss. Ich denke, und vor allem 3 Eigenschaften, Distanzschütze, verbissene Positionskämpfe und eine Anspielstation. Ich glaube, wir werden langfristig mit ihm viel, viel Spaß haben. Aber ihr seht es, unser Kader wird so langsam ein bisschen zu groß. Okay, es werden noch nach der Vorbereitung 2 Spieler auf der Bank Platz nehmen. Dann hätten wir 18, 22, 25 Spieler, wenn ich das gerade richtig zähle. Wobei Rühle uns noch verlassen wird, höchstwahrscheinlich. Und Cueto würde ich noch sehr gerne verleihen.
Und ich denke, dann haben wir tatsächlich eine sehr, sehr gute Kadergröße. Dann wäre ich nämlich tatsächlich, so wie es jetzt ist, so zufrieden. Also wir müssen keinen neuen Spieler mehr holen, wir müssen auch keine mehr abgeben. Ich bin einfach zufrieden. Habe ich schon gesagt, ich bin zufrieden. Hier übrigens die ersten beiden Transfers dieser Transferphase, beide getätigt von Preußen Münster. Wieder zwei junge Nachwuchsspieler mit Körber und Bappo, die wir da geholt haben. So, unser Budget, unser Profit geht erst mal nach oben. Wieso geht der Profit nach oben? What the fuck? Wo haben wir jetzt so viel Einnahmen her? Achso, Merchandising. Oh, 1,05 Mille haben wir eingenommen. Holy shit. Trikotverkäufe. Und natürlich, was tun die Fans? Sie kaufen erstmal die Trikots von den Neuzugängen. Top-Debüts aktuelle Saison 8. What? Keine Ahnung, was das heißt. Auf jeden Fall die Top-Trikotverkäufe von Höhler, Diasola und Rösela. Also gleich die drei Neu- oder drei der Neuzugänge gleich mal bei den Top-Trikotverkäufen mit dabei. Und die Fans erwarten von Lukas Höhler, unserem neuen Mittelstürmer, wahrscheinlich einiges, wenn sie so zahlreich die Trikots kaufen. Aber okay, das werden wir auf jeden Fall mit der Zeit beobachten. Gut, liebe Freunde, was wir jetzt noch eben machen können, Fußball-Weltmeisterschaft, habe ich jetzt schon einige Male erwähnt. Können wir mal eben kurz drauf schauen. Copa Europa übrigens, Juventus Turin gegen den FC Everton, Champions League-Sieger gegen Europa League-Sieger. Stimmt, jetzt wo ich das gerade anspreche. Und wo es wieder leckt. Warum zur Hölle leckt es bei Champions League und Europa League immer so lange? Oh, und da ist sogar schon das Achtelfinale ausgelost worden bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Gucken wir mal ganz kurz auf die Tabellen. Polen und Italien. Italien gerade noch so als Gruppenzweiter das Achtelfinale erreicht. In der Gruppe B Uruguay und Belgien weiter. In der Gruppe C Frankreich und Tschechien. In der ausgeglichenen Gruppe D Argentinien und Holland. In der Gruppe E England und Ungarn weiter. Etwas überraschend. Gruppe F Spanien und Rumänien. Oh, Kanada ist da. In der Gruppe F. Oh. Allerdings. Sowieso schon eine Überraschung gewesen, dass Kanada sich für die Fußball-WM qualifiziert hat. Die USA nicht dabei, aber Kanada hat es geschafft. Also, Adam Strait ist in der Vorrunde rausgeflogen. Drei Spiele, drei Niederlagen, kein geschossenes Tor und neun Gegentore. Kanada ist ein bisschen sang- und klanglos untergegangen. Aber gut für uns, dadurch wird Adam Strait nach einem kurzen Urlaub natürlich wieder frühzeitig zu uns zurückkehren. Beziehungsweise nicht zurückkehren, zu uns stoßen, denn er war bis jetzt ja noch nicht bei uns in Münster. Deutschland Gruppensieger, souverän, drei Spiele, drei Siege, kein Gegentor, 9 zu 0 Tore. Brasilien, Portugal ebenfalls weiter. Dann gucken wir jetzt mal zum Turnierbaum. Und die Achtelfinalpaarung. Polen gegen Belgien, Frankreich gegen Holland, England gegen Rumänien, Deutschland gegen Portugal. Fällt euch was auf? Auf der linken Seite nur europäische Nationen. Rechts. Auch fast nur europäische. Aber mit interessanten Partien. Uruguay gegen Italien, Argentinien gegen Tschechien, Spanien gegen Ungarn und Brasilien gegen Südafrika. Deutschland, der Fußball, amtierende Fußball-Weltmeister, bekommt es also mit dem Europameister aus Portugal zu tun. Schweres Los, schwerer Gegner. Mal gucken, ob Jogi Löw und seine Mannen sich da durchsetzen können. Wir werden ein Auge drauf haben. Aber. Zumindest eineinhalb Augen werden natürlich weiterhin hier bei den Preußen aus Münster liegen. Ich spiele gerade tatsächlich mit den Gedanken, vielleicht doch noch einen neuen Jugendscout zu verpflichten, aber nee, tun wir nicht. Wir müssen versuchen, Geld zu sparen. Wir gucken mal ganz kurz bei den Vorstandserwartungen, denn da ist bei den Finanzen ja unser Ziel, erstmal die Saison mit einem Gewinn von 10 Millionen Euro abzuschließen. Ich glaube, das werden wir niemals hinkriegen. Aber das zweite Ziel. Das würde ich tatsächlich sehr gerne irgendwie schaffen. Denn wir müssen am Ende ein Restbudget von 3 Millionen Euro haben. Wir haben aktuell gerade mal 3,5. Aber wenn wir jetzt Rühle irgendwie verkauft bekommen, wobei selbst dann werden wir es höchstwahrscheinlich, glaube ich, nicht schaffen, aber wir würden zumindest ein bisschen Geld noch einnehmen. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir gehen erstmal weiter Richtung 8. Juli, ich wollte gerade Januar sagen. Nein, so weit sind wir noch nicht. Am 8. Juli ist unser zweites Testspiel gegen Sparta Rotterdam. Der nächste Verein aus der holländischen Eredivisie. Und da fällt mir gerade ein, ich wollte Bapo, unser Neuzugang, ja noch eine Nummer verpassen. Das können wir, glaube ich, hier machen, ne? Erstmal gucken, wo ist er?
unser einziger ZOM, offizieller ZOM, kürzlich vom VfL Bochum für 450.000 Euro verpflichtet. Und bei ihm entern wir erstmal direkt die Trikotnummer. Komm, machen wir mal die 19, oder? 19 Jahre jung, bekommt er die Rückennummer 19. Ich gucke nochmal ganz schnell durch, aber ansonsten können wir, glaube ich, alles so belassen, wie wir es vorab im letzten Part eingestellt haben. Ich denke, das sieht so ganz gut aus. Körber, ja, warum nicht? Er bekommt die Rückennummer 1. Ich glaube, da spricht nichts dagegen. Alles klar. Kader also zusammen, liebe Freunde. Die Ausdauer hat sich auch wieder erholt. Ich glaube, im nächsten Spiel, ja, wir spielen wieder mit unserer Standardformation aus der Vorsaison. Bapo wird wahrscheinlich dann auch eventuell sein Debüt geben. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Transferüberblick können wir nochmal kurz schauen. Hat sich was getan? Villalba, der Starspieler von Atlanta United. Das war der ehemalige Teamkamerad von Julian Gressel. Der wechselt für 13,4 Mille nach England zum FC Bournemouth. Interessant. Vidal verlässt den FC Barcelona Richtung Cagliari. Ignoski verlässt den Absteiger FC Freiburg Richtung Glasgow Rangers für knapp 6 Millionen Euro. Stolze Summe. Und dann kommen schon wieder unsere beiden Transfers ganz am Ende. Okay, die Vereine müssen sich also noch ein bisschen warm verhandeln, bevor da die großen Transfers anscheinend über die Bühne gehen. So, und Cueto sagt schon wieder, dass er spielen will. Was ist mit dem Jungen los? Der heult ja nur rum, der Kleine. Okay, ich meine, er ist körperlich auch der kleinste Spieler bei uns im Kader, aber deswegen muss er sich ja nicht so gleich dann wie ein Kleinkind aufführen. Lieber Lucas Cueto, wie sieht es denn mit seiner Moral eigentlich aus? Da können wir mal ganz kurz gucken. Hätte ich jetzt auch gerade eben schon tun machen können. So, die Moral der Spieler geht auf jeden Fall schon mal nach oben. Körper ist noch so mittelmäßig gelaunt. Wo haben wir denn Cueto? Oh, Cueto, sehr unglücklich. Vertrag läuft ja auch noch aus und er steht halt noch auf der Leihliste. Holy shit, der ist aber sehr, sehr unglücklich. Ich glaube, den sollten wir zumindest mal mit in den Kader nehmen und vielleicht einwechseln im nächsten Spiel. Damit seine Moral, wobei seine Moral kann dann nicht noch tiefer sinken. Ich bin mir relativ unsicher. Monaco verhandelt mit Villarreal über Castillejo-Wechsel. Okay. Sonst noch irgendwas Interessantes in den News, die lesbar sind, interessant zu lesen sind. Die Rangers holen Ignoski, das haben wir gerade schon gesehen. Nee, also anscheinend gibt es da sonst nichts mehr Interessantes. Und dann würde ich sagen, beenden wir damit diesen Part von Let's Play FIFA 18, den Karrieremodus mit unseren Adlern von Preußen Münster. Das erste Saisonspiel, nein, das erste Testspiel vielmehr, war schon mal relativ erfolgreich. 1-0-Sieg gegen Venlo und wir wollen natürlich im nächsten Spiel gegen Rotterdam, Sparta Rotterdam, mit dem zweiten Sieg gleich nachlegen. Ob uns das gelingt, erfahrt ihr nur, wenn ihr einschaltet beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao, sagt euer Killer.